Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Draußen geht die Welt unter. Ihr fragt euch bestimmt, wo bin ich gerade? Wo ist dieser Spaß? Ich bin in meinem neuen Gaming-Zimmer. Also noch ist es nicht mein Gaming-Zimmer, denn wir werden hier alles komplett sanieren. Das ist jetzt für meinen Vater die Werkstatt. Also ja, der benutzt es gerade als Werkstatt. Und wir werden hier alles komplett sanieren. Das ist das, was ich die letzten Videos nicht erwähnt habe. Nur die Leute aus dem Stream und ja, ich glaube aus dem Stream, die wissen das. Denen habe ich das gesagt und auch gezeigt, was ich hier so vorhabe. Denn hier wird für meinen Vater alles rausgeräumt. Nur für mich macht er das, mein Lieber. Grüß an meinen Papa. Ja, weil ich und Lisa haben uns manchmal in den Haaren, weil ich halt auch etwas lauter beim Zocken bin als gewöhnlich, ganz normal. Und ja, also ich kann euch aber zeigen, was ich jetzt hier alles so vorhab. Aber ich kann schon sagen, hier ist ein Großteil rausgemacht. Ich werde jetzt auch so ein Vorher-Nachher-Video machen. Ich wollte eigentlich das so machen, dass es so Stück für Stück zeigt, was wir hier alles machen. Aber ich denke, ich werde es einfach so machen. Ich zeige euch jetzt hier, wie es alles aussieht, was meine Pläne sind. Aber ich will nicht zu viel verraten, weil ich habe mega viel vor. Das wird echt mega geil aussehen. Ich werde es so machen, dass ich das jetzt zeige und dann, wenn es fertig ist. Ich will jetzt nicht zwischendrin aufnehmen, weil ich jetzt nicht weiß, wie stückweise das hier weitergeht, weil ich mich nach meinem Vater richten muss, wie er halt Zeit hat, um das hier alles weiterzumachen. Also ich würde sagen, wir fangen da einfach jetzt ganz einfach an. Hier. Es hagelt. Es hagelt, Alter. Oh geil, die Weltkanone. Also, ganz einfach. Hier kommt der Schreibtisch hin. Ich werde von hier hinten bis mindestens hier vorne den Schreibtisch hin machen. Und dann mit 3 Monitore draufstellen, einen hochkant, einen habe ich schon bestellt, werde ich euch gleich zeigen, bin mega happy, der kam heute an. Also hier kommen 2 Monitore hin, hier mein PC, hier hinter kommt eine Elgato Ringlight, habe ich jetzt auch schon bestellt. Und ein 3. Monitor hochkant für den Chat, Discord und was weiß ich. Hier kommen meine 2 Vitrinen hin, wenn es passt, ich muss dann bloß gucken, weil das Problem ist, meine Vitrinen, die gehen von der Höhe her mindestens bis hierher. Und ja, also muss ich dann immer die Vitrine verschieben, wenn ich jetzt irgendwas verräumen will. Ja, hier oben will ich noch ein Regal lang machen und da halt irgendwelche Sachen draufstellen. Darunter will ich wahrscheinlich diese Mini Nano Leafs holen und mir hinmachen. Und hier rechts oben soll noch ein Regal wahrscheinlich hinkommen, also wenn es hinpasst, ich weiß nicht, ob es hinpasst, kann sein, dass es dann too much ist, um halt irgendwelche kleinen Sachen reinzustellen. Dann kommt hier überall Akustikschaum ringsrum, das wird mega cool aussehen und dann hätten wir eigentlich schon die Gaming-Ecke. Als nächstes kommen wir, okay, ich habe nicht so viel Bewegungsfreiheit. Wir müssen gucken, wie wir das machen. Also hier hinten. Entschuldigung, mach nichts kaputt. Hier wird wahrscheinlich das Sofa hinkommen. Ich hatte erst geplant, dass ich ein Ecksofa, was hier so rumgeht an der Wand und hier hinten halt ein hohes Regal, wo noch Spiele und sonst was reinkommt. Aber wir haben es jetzt so überlegt, dass wir das vielleicht doch so machen, dass wir die Couch bis ganz hinten hin machen und ringsrum gucken, wie es halt am besten passt, weil wir müssen auch von der Couchgröße halt gucken, dass auch dann irgendwelche Leute Platz haben. Ja, da kommt hier halt ein einfacher Tisch hin, darunter noch ein Teppich, wahrscheinlich noch ein Sessel, bin schon nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall noch ein Sitzsack will ich hier drin haben, so ein riesen Relaxo-Sitzsack, das ist halt mega cool. Hinten kommen links und rechts Wurfregale hochwärts. An der Wand kommt 3D-Paneele, die mit indirekter Beleuchtung beleuchtet wird. Und unten kommt eine 3x2, ne? Mhm. Ein 3x2 Würfelregal und darauf halt noch ein 65 Zoll Fernseher von Philips mit Ambilight, weil ich stehe übelst auf Ambilight, aber selber oben auch ein. Und ich denke, das wird ganz cool aussehen. Unten rein kommen dann ganz viele Konsolen, N64 in jeder Variante. Dann kommen noch GameCube rein, NES, SNES, damit wir auch im Stream mal solche Sachen zocken können, weil darauf habe ich halt mega Bock. An die Wand werde ich meine Nano Leafs ran machen. Geplant war erst, dass ich eine komplett gerade Strecke Nano Leafs ran mache. Aber da ich das so ein bisschen zu lame fand, habe ich mir gedacht, ich wollte damals oben, jetzt in meiner Zockerecke, wollte ich die Nano Leafs zu einem R machen. Aber hat nicht geklappt, weil es ja um die Ecke ging. Deswegen werde ich jetzt hier das so machen und die Nano Leafs als ein R hier so rankleben. Diesmal mit anderem doppelseitigen Klebeband. Weil wer es im Stream gesehen hat, dieses doppelseitige Klebeband von Nano Leaf ist komplett wack. Also im Stream sind mir jetzt, glaube ich, schon 4 Panels abgefallen. Das ist halt komplett kacke. Let's go. LOL. Ein Highlight, was wir noch machen werden, die Decke wird nochmal runtergenommen. Und dann wird ringsrum oben nochmal indirekte Beleuchtung reingehauen.
darauf habe ich halt schon mega Bock. Hier oben kommt eine ganz normale Lampe dann rein, die ich dann halt auch, keine Ahnung, mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, diese LED-Farben reinmache, damit man das dann auch dann halt so selber separat steuern kann. Klingt zwar jetzt erstmal ein bisschen viel, vor allem auch wenn es gerade hier so aussieht, aber ich denke, es ist alles machbar und umsetzbar, aber auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Weil kannst du mich auch einen Boden filmen? Der Boden ist halt jetzt gerade schon, ja, schon sehr lange jetzt so hier. Und der wird komplett rausgenommen und wird alles komplett grau gefliest. Und ja, ich bin halt echt gespannt. Alles wird neu gemacht, alles neu gestrichen. Die Wände werden neu gemacht, die Decke wird runtergenommen. Das kann halt echt was werden. Wir müssen noch LAN-Kabel von meiner Wohnung hier oben runterziehen. Und wir müssen dann halt noch hier in den Zwischenraum, weil ich bekomme noch das Zimmer. Weil, Kuss an meinen Vater, ich bezahle keine Miete dafür. Ist auch unser Haus. Hier bleibt halt alles für ihn. Und das ist halt dann, hier ist noch sein Gerümpel von Mopeds und was weiß ich. Wir müssen halt gucken, ne? Vielleicht hat irgendwann von euch irgendeinen guten Vorschlag. Wir können hier keine Tür reinbauen, weil es hier halt zum Durchgang ist. Und da noch Heizung ist. Ja, hier ist eine Heizung ein bisschen her. Wie wir am besten, ne, das machen können, dass so wenig möglich Geruch von den Trüben hier reinkommt. Weil hier drüben steht trotzdem noch Zeug mit Öl und was weiß ich. Wir haben uns jetzt halt vorgenommen, dass hier ein Vorhang runterkommt. Aber ich weiß nicht, ob der halt so viel abhalten wird, ist halt das Problem. Weil ich werde halt trotzdem ab und zu durchlaufen, weil ich habe direkt eine Toilette hier. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann hau die gerne mal raus. Ich würde sagen, gehen jetzt hoch. Ich habe jetzt alles erklärt, was ich jetzt so vorhab. Und ich bin echt mal gespannt, wie schnell wir es umsetzen können. Mein Vater hat gesagt, bis Sommer kriegen wir das hin. Wir haben jetzt Mai und er hat nur ein bisschen jetzt hier rausgeräumt. Also okay, das heißt ein bisschen. Ein komplettes Regal hat er leer geräumt und hier rausgeräumt. Ein paar Mobils sind jetzt weniger. Mal gucken. Aber ich will ihn auch nicht hetzen, weil, ja, warum auch. Also, lass mal hochgehen. Also, erstmal, wir haben hier bei uns jetzt eine Vans-Rucksäcke hoch und runter. Einfach so hier rangemacht, weil ich finde, das sieht mega cool aus, wie so eine Vans-Store. Und ich stehe sowieso absolut mega auf Vans. Das ist halt meine absolute Lieblingsmarke. Und als Monitor habe ich mir von LG, also jetzt No Product Placement und so, logischerweise. Oh, da ist das, da ist meine Adresse drauf. Meine Adresse geleakt wird hier. Die ganzen Fans wieder vom Haus. Haben wir von LG den Ultra Gear geholt. In 27 Zoll. Mega geiles Teil. Hat halt 240 Hertz, eine Millisekunde. Und ja, ist halt in HD, ist jetzt nichts so Besonderes. Hat IPS-Panels. Aber ich finde es trotzdem mega cool. So sieht es halt bis jetzt aus. Ich habe mein Mikro wieder hier oben hingetan und ich habe von meinem Mund, weil ich gesehen habe, in Let's Plays, dass mein Mikro oft übersteuert, wenn ich das zu nah am Mund habe. Aber ich will mir eh noch ein anderes holen, ein noch besseres. Ja, ich bin halt gefühlt nur am Aufrüsten. Ne? Hier hinten sieht man, die Nanodies sind halt abgegangen. Und ja, viel gibt es zu meinem Setup halt nicht zu sagen. Ne? Außer, ich habe mir noch eine Majoras Maske bestellt. Jeder kennt Etsy und bei Etsy gibt es viel geilere Masken. Ich dachte mir halt so, ich hatte auf Instagram den Vorschlag, für 50 Euro so eine Maske, dachte ich mir, oh geil, Alter, will ich kaufen. Und dann kommt das Ding hier an. so ein Scheiß-Teil, so eine Kackmaske, die hier so rumschlappert. Da stand da, dass es aus Holz ist. Das fucking Ding ist aus Gummi. Aber, naja, ist halt trotzdem cool zum Hinhängen, vor allem gerade trotzdem als Zelda-Fan. Ich finde es trotzdem schon ein kleiner Hingucker, hat schon was, sieht nicht schlecht aus. Und hier hat man auch mal ganz kurz zu sehen, unser mega krasses Investment. Davon haben wir 4 Tuben da von unserem McFlurry Duschgel. Ich bin ja kein echter Sammler. Hier ist dann mein schicker Monitor. Nicht wundern, ich bin unrasiert. Neuer YouTube-Kanal. Und du siehst gerade aus meiner Sicht hier aus. Ganz einfach halt. Ganz einfach den Monitor, den ich jetzt hier neu habe. Mein Mikro ist hier oben. Und so, dann halt noch mein Stream Deck. Und ich will alles jetzt noch ein bisschen aufrüsten. Mein Super PC, der mich gerade sehr am Stich lässt, weil, wie man hier oben rechts sieht, ich habe die Schraube überdreht vom CPU-Kühler, weil ich mal nachgucken wollte, was mit der CPU los ist, weil ich Probleme habe, wo mir keiner dabei helfen kann, wenn ich COD spiele, habe ich eine CPU-Auslastung von 90% und ich habe mir i7-9700K drin und eigentlich schafft das sowas easy, aber von einem auf den anderen Tag nach einem Windows-Update ging nichts mehr. Und jetzt habe ich das Ding überdreht und ja, aber irgendwann werde ich mir einen neuen PC zusammenstellen, aber jetzt gerade momentan sehr kritisch. Aber ja, hier ist mein super schöner Monitor, der gefällt mir so gut, das ist einfach allererste Sahne. Okay Leute, wir kommen jetzt zum nächsten, zum eigentlichen Grund, was ich unbedingt aufnehmen wollte, denn ich habe die ganze Zeit mega viel Geld gespart für mein Gaming-Zimmer, weil das bezahlt sich alleine.
Wie ihr seht, habe ich auch ziemlich viele Spiele gekauft für ziemlich hohe Geldbeträge, aber das geht leider nur mal aus, weil ich jetzt nur noch Geld habe für mein Gaming-Zimmer. Ich brauche nämlich eine ganze Menge an Geld und das wollen wir heute mal erzählen. Das habe ich die ganze Zeit schon, ich weiß nicht wie lange jetzt schon gespart, schon wirklich lange, schon seit, boah, wie lange, über 2 Jahre jetzt schon locker gespart. Ja, habe halt immer Geld reingesteckt, wenn ich auch Geld für Diesel bekommen habe, habe ich das reingesteckt. Oder wenn ich Geld für zum Beispiel unsere alten Katzen, die wir verkauft haben, wie man es mitbekommen hat, habe ich auch mit reingesteckt. Und alles halt, keine Ahnung, Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld, ging alles dort mit rein. Und da habe ich halt noch hier Geld. Hier noch ein bisschen Geld. Und hier habe ich noch eine kleine Menge an Geld angespart. Nur für mein Gaming-Zimmer, weil ich will meinen Vater nicht die ganzen Kosten tragen lassen. Und mein Equipment, was ich kaufen will, ist halt auch alles ziemlich, ziemlich teuer. Ja, ich würde sagen, wir zählen das Geld jetzt. Wir machen so eine kleine Wette. Hab mit Lisa schon ausgemacht. Wer am nächsten den Geldbetrag errät, darf für den anderen so einen Harry Potter Bean, also Jelly Bean, aussuchen. Wie ihr es im letzten Video gesehen habt, die Dinger sind ultra ekelhaft, da gibt es echt schlimme Sachen. Und ja, aber erstmal muss ich noch was fragen. Seid ihr auch so, dass ihr immer von eurem Monitor die ganzen Behälter oder Kartons aufhebt, weil ihr euch denkt, irgendwann verkauft ihr den eben vielleicht mal wieder und dann könnt ihr den Karton gebrauchen? Ich weiß nicht, ob ich nur so bin. Oh, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach behindert. Hier sind die schönen Bean-Boozles. Würde ich sagen, let's go. Lasst das Geldzählen beginnen. Ach stimmt, ich habe ganz vergessen zu sagen, welchen Betrag wir jetzt sagen. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass in den Schweinen und so. Also hier sind jetzt halt wirklich, keine Ahnung, ob man das jetzt so vielleicht sieht. Oh, Kamera knickt weg. Hier sind jetzt wirklich nur Scheine drin, also wirklich nur gesparte Scheine. Das Schwein ist komplett voll. Ich würde jetzt einmal schätzen, dass wir bestimmt auf, keine Ahnung, bestimmten Taui oder so kommen. Was würdest du schätzen? 1,5. Okay, ich jetzt 1,5, mal gucken, wann der dran ist. Und derjenige muss dann so ein Jellybean essen. Also bitte leid. So, wir haben das Geld jetzt gezählt. Ich hoffe, ihr habt in den Kommentaren mitgeraten. Also, insgesamt sind es, Trommelwirbel, 2130. Also, ich habe damit gerade überhaupt nicht gerechnet, ne? Das war allein schon 500 Euro nur von dem ganzen Münzgeld und dann halt noch der ganze andere Kladderadatsch. Und das ganze Geld muss ich jetzt gleich bei der Bank einzahlen. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch auf hat. Auf jeden Fall zahle ich es heute noch oder morgen ein. Und dann bestelle ich schon mal den Großteil, was ich jetzt noch alles brauche. Weil ich brauche auf jeden Fall noch 2 Monitore. Und mal gucken, was ich alles brauche. Keylight und was weiß ich. Ich habe wirklich, wie gesagt, viel geplant, aber will nicht alles verraten. Hier lagen nochmal 15 Euro. Also sind wir bei 2145. Das sollte, glaube ich, alles gewesen sein. Das heißt, ich muss jetzt einen so einen Jellybean essen. Nach Lisas Wahl habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber. Was hatten wir letztes Mal nicht drin? Wahrscheinlich Ohrenschmalz. Vielleicht kannst du nicht noch mehr testen? Nein. Ich esse 2, aber dafür müsstet ihr 15 Likes voll machen. Hab 2 bekommen, einmal Erbrochenes und einmal Wurst. Also wirklich die ekelhaftesten Sachen, die es gibt da drin. Was soll ich anfangen? Nimm zuerst Wurst. Okay. Aber du musst schon ein bisschen drauf rumkauen, ja. Eigentlich runterschlucken, aber naja. Wir wollen nicht runterschlucken, Alter. Oh, ein bisschen. Oh, Alter. Oh, da habe ich so Wirkreiz bekommen. Oh, Alter. Was? Oh, alles ist ekelhaft. Und jetzt kommt noch sowas Ekelhaftes. Erbrochenes. Das kann ich nicht lange drin behalten. Doch, doch. Und der Geschmack geht nicht raus von der Wurst. Das ist ein Mischmasch. Puh.
Ich dachte gerade, es wäre doch was Gutes gewesen, nee. Halt und ich. Oh. Oh, dieser Geschmack geht nicht aus dem Mund raus, ne? Der geht einfach nicht raus. Oh, lass mal irgendwen verarschen, wenn die heute da kommt. Lass den Jellybean gehen. Bitte. Oh, ich glaube, das müssen wir schon machen. Ja, bitte. Alter, boah, ist ekelhaft. Okay. Wir werden jetzt das ganze Geld einsacken, dann zur Bank machen, das Geld einzahlen, dann werde ich schon die ersten Sachen fürs Zimmer dann bestellen. Ich würde sagen, das nächste Update seht ihr dann einfach wirklich, wenn das Zimmer fertig ist. Und ja, bis dahin. Wenn das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch gerne ein Abo da, damit wir dieses Jahr noch die 1000 schaffen. 600 haben wir jetzt geschafft, wirklich. Dafür Küsse auf euer Herz. Wirklich mega geil. Und in diesem Sinne, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.